mal schauen. Ja. Können eigentlich in das Dämonengebiet auch Sterne fallen? Nein, ne? Doch, hab ich vorhin da eingesammelt. Okay. Weil ich hier nie welche gesehen habe, deswegen. Ja, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Oh ja, ich sehe auch gerade. Ja, sehr gering. 2 Sterne hintereinander. Ja, das war Zufall. 3. So, was haben wir denn hier? 15 Flaschen. Ein Speer, den lasse ich mal drin. 3 Granaten. Wieso, wie sieht der Speer denn aus? Grau. Oh ja, den kannst du drin lassen. So einen Schritt brauchen wir nicht mehr. Strahlentrank. Wir sind besser als sowas. Ja, sowas von besser. Nehme ich doch mal so einen Strahlentrank, dann muss ich nicht hier so mitten in der Nacht hier immer alles ausleuchten. Passt. Mhm. Da sind Spinnenbeben, die mache ich mal kurz kaputt. An was hänge ich die hier denn bitte schön? Weißt du, ich habe mir hier jetzt gerade so. Aha, da ist ein Erdblock. So mitten in der Luft ist einfach mal ein Erdblock. Klar. Liegen hier doch auch Sachen. Jetzt stell bitte nicht die Terraria-Logik in Frage, ja? Okay, wow. Das war. Also, wenn du dann irgendwann aus dem zweiten Dämonengebiet raus bist, ne? Falls ich das dann schaffe, dann gibt es so eine Klippe. Da solltest du nicht einfach so runterspringen, sondern halt schon. Also, ich soll einfach runterspringen, ja? Naja, schon so nach rechts hin dann Interhaken machen und sowas, weil es ist doch ziemlich tief. Okay. Wir erstmal einen heldenhaften Sprung überleben. Aua. Jetzt kommen hier wieder diese dämlichen Augen an. Nur Augen, ich habe diese bescheuerten Fliegedämonen. Fliegedämonen. Irgendwie auf Dauer ganz schön nervig. Besonders weil es immer so viele sind. Ja, die hören immer nicht auf zu spawnen, dann willst du da 4 Stück von und hast gleich 10 hinter dir. Mhm. Hast du denn irgendwelche Themen, über die wir uns unterhalten können, für diese lange und beschwerliche Reise? Lange und beschwerliche Reise? Lange und beschwerliche Themen? Ja. Wie wär's mit den YouTube-Bezahlkanälen? Nein. Doch. Hast du ja so mühevoll rausgekramt, das Thema? Wahnsinnig mühevoll habe ich mir das rausgekramt. Durch stundenlang habe ich das Internet durchforstet für Themen, die es sich lohnen, in diesem Let's Play erwähnt zu werden. Ich weiß, und ich weiß auch diese Arbeit durchaus zu schätzen. Nächtelang habe ich das durchgearbeitet und ich sterbe gerade schon wieder. Yay! Toll! Ui! War schon wieder eng. Aber es wird Tag. Hilft mir im Dämonengebiet nicht viel. Nicht? Aber ich glaube, ich bin gleich durch das erste durch. Okay. Durch das erste Dämonengebiet. Ist das zweite eigentlich größer oder kleiner? Das ist kleiner. Oh gut. So, jetzt bin ich nochmal um 2% schneller. Super, da komme ich dir gar nicht mehr hinterher. Musst du ja auch nicht. Ich? Doch. Hattest du nicht mal irgendwas gesagt, wir wären, ne, ebenbürtig und so? Und hast du nicht gesehen? Gesagt, ja, meine ich doch auch so, oder nicht? Ja, dann darfst du aber nicht schneller sein. Achso, ja, okay. Zu spät. Du hast deine Linse übersehen. Ja, vielleicht ist auch das Auge irgendwann einfach mal so gestorben. Augen sterben so? Ich hab keine Ahnung, eben habe ich ja auch Herzen gefunden, so und sowas, so direkt vor mir. Also so gedroppte Herzen. Gedroppte? Gedroppte. Die triefen schon richtig. Okay. Und, ja, keine Ahnung. Na, schauen wir mal. Also, YouTube-Bezahlkanäle, was halten Sie denn davon? Ihre Meinung zuerst. Es ist schwer. Weil. Naja, also im Prinzip werden ja diese YouTube-Bezahlkanäle eingeführt, weil es so viele Leute gibt, die einen Adblocker benutzen. Mhm. So, und da YouTube nun mal ein Unternehmen ist, das wie viele andere Unternehmen auch auf Umsatz aus ist, müssen die sich halt dann so denken, durch Werbung können wir einfach nicht so mehr Geld verdienen, was machen wir dann? Ja, wir müssen dann halt Bezahlkanäle einführen, fertig. Naja, aber ist denn, ich weiß nicht, wie groß die Anzahl von Adblocker-Nutzern ist, aber ist die denn so groß geworden schon? Die ist schon extrem groß geworden. Jeder zweite hat Adblocker, oder wie? Mindestens. Oh shit. Ja, und das macht halt
den ganzen Umsatz für die einzelnen YouTube-Partner kaputt. Das macht den Gesamtumsatz von YouTube kaputt und von Google, da YouTube ja sowieso schon eine mehr oder weniger Schuldenfalle für Google ist. Ne, weil YouTube ist ja Googles größtes Verlustgeschäft. Wegen der GEMA und wegen anderen Gedöns. Und der Telekom. Wegen der Telekom jetzt demnächst. Und das ist halt problematisch. Ne? Können sie denn dann nicht einfach, was mich halt immer an ich bin ja auch ein Adblocker-Nutzer, ne? Was mich halt immer so stört, ist einfach, wenn ich will das Video, wenn ich es aufmache, sofort gucken. Ja. Mich nervt dann diese Werbung, die sich dann noch tausendmal wiederholt, meistens noch viel lauter ist als das richtige Video und dir erstmal dann das Headset vom Kopf fegt. Und ich find's einfach nervig, sich diese 30 Sekunden durchzuschauen, weil es halt bei anderen Videos ja auch nicht ist. Ja, nicht so, ne? Und deswegen stört es mich persönlich. Verständlich. Deswegen möchte ich die Werbung nicht schauen. Könnten sie denn nicht theoretisch einfach ganz YouTube sozusagen dann nicht das Video, sondern einfach die Seite mit Werbung vollklatschen bis zum geht nicht mehr? Also nicht jetzt die Werbung. Die Sache ist ja auf YouTube an sich gibt es ja so auch schon Werbung. Ja, hast ja rechts, hast du glaube ich so ein Feld im Hintergrund und ne, so ein paar gibt's doch da auch. Die reichen nicht aus. Die reichen auf gar keinen Fall aus, weil die machen ja dann meistens erst billiger, das Geld, ne? Damit, wenn da jemand draufklickt. Ja, stimmt. So, und bei der anderen Werbung, die vor den Videos gemacht wird, das ist ja, da kriegen sie ein Geld dafür, dass diese Werbung überhaupt läuft. Das ist was anderes. So, nicht jeder klickt dann hier so auf die 300.000 Werbebanner, die da halt auch verfügbar sind. Ich glaube keiner, oder? Guckt da überhaupt wer auf YouTube-Werbung, da geht da überhaupt wer drauf? Selten. Kann mir das nicht vorstellen. Meistens sind das dann halt Leute, die ja versehentlich da hingeklickt haben, weil dann irgendwie der Internet Explorer gesponnen hat oder sowas und dadurch irgendwie da hingekommen sind. Weil so an sich klickt da kaum jemand drauf, außer er interessiert sich wirklich für das Produkt. Naja, aber ich glaube halt auch nicht. Ich weiß, dass halt YouTube sich dadurch versucht ja jetzt zu retten, beziehungsweise da ein Geschäft draus zu machen. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wirklich viele Leute dann da halt 99 Cent oder so bezahlen dafür, dass sie die abonnieren dürfen. Richtig, das denke ich auch nicht. Vor allem, was ich halt mehr oder weniger als Problem sehe, ist die Videos, die dann immer diese Kanäle haben, die kannst du ja auch erst sehen, wenn du die dann quasi abonniert hast mit Bezahlsystem. Das ist jetzt die Frage, die ich fragen wollte. So, und dann ist natürlich die Frage, wie sollen überhaupt Leute auf solche Kanäle aufmerksam werden, wenn die sowieso nicht die Videos sehen können, wenn sie denn da sind und so. Und es ist... Sind denn die Videos dann gesperrt, ja? Ja, also du hast gar keine Option, dass du die überhaupt sehen kannst. Ach so, also wenn jetzt... Nur mal so als Beispiel, wenn jetzt, es gibt ja Mishima bzw. IGN oder halt diese Großen halt, wenn die jetzt noch sagen, ja, wir machen das für frei, aber ich glaube halt, dass das nicht lange anhalten wird, ja. Weil Twitch zum Beispiel und so, da haben sie ihre Livestreams auch alle kostenpflichtig gemacht. Ja. Die kann man aber gucken, ne, aber wenn du die halt abonnieren möchtest, musst du die zahlen. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie das für YouTube machen dann. Irgend Zeit noch sagen sie ja, wie gesagt, machen das nicht. Aber gib dem mal noch einen Monat und dann musst du die bezahlen. Naja, also die warten, Bezahlkanäle gibt es schon. Die warten das ab, wie das aufgenommen wird von den Leuten und ob sich das lohnt und danach entscheiden die ja dann auch. Aber die Frage ist halt wirklich, sind Leute bereit dafür, das Geld zu zahlen? Ja, das ist halt so eine Frage. Also ich denke mal hier in Deutschland eher weniger. Ja, wir sind das ja auch so nicht gewohnt. Richtig. Für alles gleich Geld zu bezahlen. Wir sind ja eher so dieses Völkchen, was da sagt, ja hier, ne? Geiz! Alles voller Geiz! Genau. Ja, aber ist doch wahr, warum soll ich denn 99 Cent dann dafür zahlen? Gut, dann sehe ich die Videos nicht. Aber ja, noch ist es auch nicht wichtig.
Richtig. Sagen, noch hat es ja keinen so großen getroffen, wo die Leute dann alle weinen, dass es keine Videos von gibt. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die, obwohl ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das Let's Player machen würden oder so. Nee, das geht halt an die, an so große Nachrichtendinger halt oder auch hier diese Musikdinger da. Das fände ich wiederum dann, könnte ich mir das vorstellen, wenn dann sozusagen die GEMA einrückt und dann sagt, ja gut, zahlt, was weiß ich, weiß dann ist das dann monatlich eigentlich oder ist es dann einmal 99 monatlich. Cent zahlen und du hast die? Monatlich 99 Cent, ja? Monatlich 99 Cent bis 2,99. Monatlich, hier ist wieder so ein Goblin-Speer. Ja, ich hatte auch gerade einen. Ich bin jetzt schon am Dungeon angekommen. Ich bin hinterm zweiten Gebiet. Ich erwarte noch den Abhang, von dem du mir erzählt hast. Und ich glaube, ich habe mein Häuschen hier ungünstig gesetzt. Ja, der Architekt ist ja auch nicht dabei. Ja, nein, ich meine eher ungünstig, weil von allen Seiten diese Meteoritenköpfe kommen, weil hier auch wieder Meteorit gefallen ist. Ui, ja, den brauchen wir den eigentlich noch? Im Moment nicht, obwohl wir könnten uns eine Meteoritenrüstung machen, obwohl die ist ja schlechter als die Dämonit. Die ist schlechter als die Dämonit. Also brauchen wir nicht unbedingt. Sonst kann man damit gar nichts herstellen. Nee. Ich hab, aber mit welcher kann man eigentlich so eine Laserwaffe, also kein Laserschwert, sondern so ein Phaser, nicht Phaser, aber halt, ne, so eine Pistole herstellen. Ich habe keine Ahnung. Aber braucht man da nicht auch nicht Meteoritenerz? Da habe ich nämlich mit der, hier ist der Meteorit. Aber irgendwas mit der, leckt hier mit der Rüstung schießt der nämlich schneller. Also ich muss also jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Schon wieder? Ja. Und das bedeutet, ich muss ja da nochmal Terraria zumachen, den ganzen Weg wieder laufen. Also, bis gleich. Och nö. Och doch. Nö. Ja, doch, es leckt immer noch. Okay. Okay. Bis gleich. Für den Zuschauer.